Gut. Also pass auf, Leute. Ich war in Dun und das kann ich ja gar nicht vorstellen, was da los ist. Jedes Hotel ist jetzt quasi zur Hälfte eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Ne? Also da muss ich sagen, ich bin Hut ab vor den Dunern, was die auf die Beine stellen. Ne? Du gehst in so ein Hotel, so oder so, da hast du zur Hälfte hast du Afghanen, Syrer, Iraker, Nordafrikaner und dann hast du natürlich die Touristen. Ne? Und dann hast du nochmal so einen Extra-Bereich für die ganz schweren Fälle, ne? Die schwer zu integrieren sind, so Baden-Württemberg, Schweiz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und so. Ne? Mm. Und die bieten jetzt quasi, in den Hotels ist geil, die leben dann so zusammen und da gibt es quasi jetzt nur noch Halal. Ja. Halal ist ja irgendwie... Ist ja. Bloß ich war Matjes essen, da frage ich mich, wie lässt man einen Matjes-Hering ausbluten? Das geht doch gar nicht. Ja, komisch, ne? Geil, ne? Das ist krass, ey. Was ist mit deiner Temperatur? Du hast ja weniger als 80 Euro drauf. Na, dafür ist mein Tank 70 Grad. Ach so, ja gut, das reicht dann. Cool, Alter. Das kompensiert sich. Das kannst du mal sehen, ne, was mein Tank drauf hat. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt pass auf, jetzt bieten die Sprachkurse an, ne? Und ich hatte Fahrgäste aus Köln, ne? So, Helder, ne, ich bin vor einer Dune. Dann habe ich die gefragt. Ich sage, in die Erstaufnahmeeinrichtung oder Direkthotel? Direkthotel, ja. Da, die haben geguckt, ne, was für eine Erstaufnahmeeinrichtung. Ne? Ich sage, kennen Sie noch dieses kleine Strandhaus, was da abgebrannt ist? Ne? Das ist jetzt eine Moschee. Oh. Und Minarett ist noch nicht da. Ne? Wollen die wahrscheinlich auch nicht bauen. Ne? Nicht. Und die haben alles umbenannt da. Ne? Alles um. Wenn du reinkommst, direkt Dune nach dem Kreiseln, steht gleich ein großes Schild, ab hier gilt die Scharia, ne? Okay. Also voll krass. Und geil. So was brauchen wir auch hier, ne? Na, natürlich. Normal, ja, ne? Wir brauchen das immer. Wir brauchen Scharia, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Für die Integration ist das wichtig. Und ich schwöre dir, da weit mehr als 72 Jungfrauen, ne? Das Geilste ist, alle Peter gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Ali Peter. Ja, und da gibt es jetzt nicht nur einen Gehängten, jetzt gibt es auch noch einen Gesteinigten. Ne? Voll krass. Das ist geil, krass. Ne? Geil. Ich habe gestaunt. Ne? Kennst du noch Björns Beach? Ja. Björns Bazar jetzt. Ne? Ja, warum nicht? Herrlich. Ne? Und nehmen wir alles. Ne? Ahoybert macht jetzt mittwochs immer Burka-Schwimmen. Nur für Frauen. Was ja, ist für Frauen ja, geil, ich gehe da hin. Nein, das ist nur für Frauen. Frauen. Ja, egal. Na gut, wenn du dir eine Burka anziehst. Ja, dann fällt es ja nicht auf. Ne? Das muss nicht dein Maul aufmachen. Fällt es auf. Ne? Da krieg ich einen Ständer. Oh, oh Scheiße. Alter, das kriegen wir alle dadurch, ne? Nee. Was wollte ich sagen? Matcha heißt jetzt einfach nur Mecker. Ja, warum nicht? Richtig geil. Ne? Ja, ja, Alter. Nee, das machen die ganz gut. Ne? Und vor allen Dingen finde ich ja auch, gerade die Nordrhein-Westfalen, die haben ja im Prinzip auch einen Migrationshintergrund und der Dialekt ist ja mehr oder weniger so ein Sprachfehler. Und dafür finde ich diese Integrationssprachschule, ja. Das wird von den Westfalen gut angenommen. Ne? Das stimmt. Die trauen sich ja hier auch normal gar nicht in die Stadt. Logisch, ne? Ja, klar. Taubenzüchter, Nordrhein-Vandalen, ja. Was es da alles für Vorurteile gibt. Ne? Echt? Natürlich, das weißt du doch. Ne? Deswegen sind die ja quasi auch so isoliert. Geil. Und nur durch diesen Sprachkurs, denke ich mal, kann sich daran langfristig was ändern, dass die auch mal hier in der Stadt rein können, ohne schon, gleich, ne, dass man die meidet oder sowas. Ne? Eigentlich schon. Ja, das ist eine gute Idee. Ne? Wollen wir mal schauen, wie das da weitergeht. Ne? Ja, müssen wir mal hingehen, gucken. Ne? Ja. Müssen wir da mal vorbeigehen. Das ist bestimmt richtig geil. Wir haben uns jetzt übrigens einen neuen Namen ausgedacht für unsere Comedy. Dick, was? Doof und Saudoof. Echt? Ja, geil, ne? Richtig geil. Ja, richtig. Geil, ne? Übergewicht geil. Hat aber keiner von euch. Ne? Geil.